Wir sehen hier einmal, wie die Formica fusca jagen. Hier sind eine Menge flugunfähige Fruchtfliegen drin. Und das, was ihr so super schnell hier rumflitzen seht, das ist halt die Formica fusca. Das ist eine der schnellsten Ameisen Europas. Und dementsprechend sind die sehr flink unterwegs und die haben Ameisensäure, womit sie dann halt auch ihre. Da sieht man es schon. Ja. Und dann ein neuer Fang und weg ist es. Sehr faszinierend. Mit der Ameisensäure bekämpfen die halt ihre Beutetiere. Und da manchmal entkommen die aber auch wieder. Die sind halt wirklich hartnäckig, diese Fliegen. Die können halt nicht fliegen an sich, aber die können halt immer noch kurz so ein paar Zentimeter halt sich irgendwie weg fortbewegen und sowas. Und das ist halt auch nicht das Einfachste für die Ameisen, weil die Ameisen an sich. Ah, da haben wir schon wieder was. Ja, weil die Ameisen an sich auch nicht viel größer sind als die Fliegen. Also zumindest nicht alle. So, da sieht man wieder. Das ist leider so ein bisschen dunkel da hinten. Nee, also Licht ist schon an. Ist auf jeden Fall sehr interessant. Warum ich hier die lebenden Fliegen drin verfüttere, ist halt ein Versuch von mir, denen lebendes, bewegendes Futter anzubieten. Die hatten sich so ein bisschen schwer getan, damit Futter anzunehmen, weil die, also so habe ich zumindest in verschiedenen Foren gelesen und halt Erfahrungsberichte, die halt auch Futter quasi brauchen, was sich bewegt und die auch so ein bisschen jagen. Nun, das ist jetzt quasi hier der Versuch damit. Ich denke, ich habe mit diesen kleinen flugunfähigen Fruchtfliegen hier einen guten Ansatz gemacht. Und ich habe schon gesehen, dass sie halt erfolgreich jagen. Und ich habe auch hier gesehen, quasi auf den Mülldeponien, die sie angelegt haben. Einmal hier vorne und einmal hier hinten hinter dem Regenglas ist noch eine kleine. Dass da auch halt die Reste von den Fliegen quasi hingebracht werden. Und dementsprechend weiß ich, dass sie halt erfolgreich sind bei der Jagd. Und das finde ich halt sehr gut, damit die sich quasi hier immer einfach das holen können, was die sich holen wollen. Vor allem scheinen die Fruchtfliegen auch hier an dem Talkumschicht halt auch nicht hochklettern zu können, was halt auch sehr praktisch ist, weil ich habe halt keinen Bock, dass die ganzen Fruchtfliegen sich hier in der Wohnung verbreiten. Das ist halt sehr günstig und ich glaube, die Fruchtfliegen können sich halt sogar auch hier am Zuckerwasser und am Wasser bedienen. Hier hinten haben wir weitere Jagdversuche. Schade, dass alles ein bisschen immer hier in den engeren Bereichen abläuft. Aber ihr habt jetzt schon quasi am Anfang gesehen, wie aktiv die am Jagen sind. Vorhin kam hier eben eine ganze Flut an Ameisen raus, die quasi hier am Jagen sind. Aber die sind halt alle da so ein bisschen in diesem, ja, man sieht's, in diesem Wasserbehälterbereich. Weil da halt natürlich auch die meisten Fruchtfliegen gerade sind und auch teilweise einfach runterfallen, weil sie den Halt verlieren. Auf jeden Fall sieht man, dass sie sich dann auch auf jeden Fall die Fruchtfliegen holen. Und ich finde es auch ein interessantes Konzept, dass sie quasi so viel holen können, wie sie wollen, bis sie hungrig sind und dann hören sie einfach auf zu jagen. Und die Fruchtfliegen können dann trotzdem halt hier, dadurch, dass sie halt in den Zucker gehen können und an das Wasser, trotzdem weiter überleben. Und dann im Endeffekt vielleicht auch dann einfach nicht weiter so lange leben. Ich meine, ich fütter die jetzt halt nicht irgendwie mit Obst oder sonstigen. Aber so lange sind die auch nicht gedacht, hier drin zu bleiben. Also, ich nehme an, dass diese Fliegen hier jetzt in den nächsten 3, 4 Tagen, vielleicht 5 Tagen alle aufgezehrt sein werden. Ja, aber ich habe ja noch den kompletten Zuchtansatz quasi von diesen Fliegen hier. Da sieht man auch, da sind eine Menge drin und es schlüpfen immer und immer mehr. Ist schon sehr faszinierend, wie das hier vonstatten geht. Auf jeden Fall wollte ich euch das hier kurz einmal zeigen, wie die hier rumflitzen. Und da wurde schon wieder eine gepackt und einfach weggezogen in den Schutz der Dunkelheit und dort wieder dann verzehrt. Ah, hat versucht wieder rauszuklettern. Und das ist, die werden halt festgehalten, aber die kriechen halt noch weiter auf dem Boden. Das ist halt nicht nur Sand, sondern dieser Sand hier auf dem Boden ist halt sehr fest. Dementsprechend haben die auch einen sehr guten Halt. Nicht nur die Ameisen, aber auch die Fliegen. Dementsprechend können die sich da halt auch so ein bisschen wehren. Aber natürlich hat die Fliege gegen so eine Ameise auf Dauer keine Chance. Ja, sehr faszinierend. Ich finde es auch immer wieder sehr faszinierend, wie sich einfach hier einfach in der Höhe auch immer orientieren. Das ist halt die. Ich weiß gar nicht warum, aber es ist halt so ein Reflex einfach, dass sie halt immer in die Höhe klettern. Das machen die tatsächlich auch hier in dem in der Zuchtbox, die ich hier habe. Und auf dem Boden sind dann wenige. Aber ich habe auf jeden Fall auch schon, also die
Ameisen können auch an diesen Behältern hochklettern. Das ist gar kein Ding für die. Und dann im Zweifelsfall, habe ich auch schon gesehen, fallen dann, also lassen sich die Fliegen dann auch einfach dann fallen und kommen dann wieder zurück auf den Boden. Also da ist auf jeden Fall nicht die große Challenge vorhanden, wie es dann erstmal wirkt. Ja, so viel zu diesem Video hier. Ich hoffe, ich konnte euch mal was Interessantes zeigen und wir sehen uns im nächsten.